Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Sky, nicht Far Cry. Ich bin Samfisch LP. Jetzt wird gebaut. Zuerst brauchen wir einen Ofen. Den können wir uns hier ganz schnell bauen. Wir haben das erforderliche Material da und den stellen wir uns jetzt hier schön hin. So, Moment, damit den Kuka. So, da tun wir auch direkt die Kohle rein, die wir endlich haben. Wir haben endlich Kohle. Wie geil. Auch wenn sie unendlich weit weg ist und ich hoffe, dass wir vielleicht woanders noch andere Kohle finden, wenn wir dann auch endlich mal richtig weit unter Wasser können. Weil ich habe eigentlich keine Lust, schon wieder so weit zu fahren. Jedenfalls brauchen wir jetzt erstmal einen besseren Helm und mehr Sauerstoff. Moment. Sauerstoff. Genau, und so ein T-Shirt, da hätte ich auch gerne noch. Scheiße, jetzt haben wir kein Material mehr, wir brauchen noch Gold. Das ist kein Problem. Wir gehen jetzt mal raus und ich hole mir auch noch ein paar Fische. Und die werde ich natürlich gleich direkt kochen. Und wir haben irgendwo Gold gesehen. Ja gut, da hinten. Da können wir hin. Zu dem da, das ist nicht ganz so weit weg. Und da können wir ein bisschen untersuchen, weil ich sehe gerade, das ist... Es sieht jedenfalls so aus, als wäre das auch wieder oberhalb. Und vielleicht finden wir da noch Kohle oder sowas. Das wäre natürlich sehr episch. Und, ja, obwohl, ich habe ja gesagt, wir machen eine Baurunde, aber... Ja, komm, das holen wir noch schnell. Timer. So. Vielleicht gewöhne ich mich irgendwann dran, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das wird nicht der Fall sein. Da wir ja jetzt den geilen Helm haben, springe ich jetzt einfach mal randommäßig runter, weil selbst wenn wir ganz unten landen, ist es kein Problem, denn wir haben jetzt auf jeden Fall Tiefe bis 350 Meter. Und ich bezweifle, dass... Also ich weiß nicht, ob es noch eine vierte Stufe gibt. Das könnte vielleicht sein, aber... man weiß es nicht. Vor allem braucht man da halt dann auch extrem viel Sauerstoff, damit man auch wieder hochkommt. Ich glaube, das war schon das Tiefste, weil da sind ja dann auch alle Rohstoffe, die man abbauen kann. Ich muss mal schauen, wofür der dritte Helm überhaupt gut war. Vielleicht ist er auch einfach nur so ein Schutz dann. Dass man halt nicht wirklich tiefer kommt, aber dann nicht so sehr verletzt wird, wenn einen wieder irgend so ein Barracuda oder sowas angreift. Das wäre natürlich durchaus möglich. So, jetzt habe ich auf dem Weg überhaupt keine Lebewesen gesehen. Obwohl ich ja eigentlich vorhatte, einen zu killen. Der Fisch war mir gerade zu klein. Oh, hier gibt es auch richtig viel Gold, ey. Das hat sich ja richtig gelohnt, hier lang zu fahren. Oder zu schwimmen. So, war das alles, jo. Ach, keine Ahnung. Wir können ja mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo was Nützliches rumsteht oder rumliegt. Obwohl, das sieht eigentlich nicht so aus. Doch, da ist noch mehr Gold. Gold, Gold! Wenn es so einfach wäre, Gold zu finden, einfach mal ein bisschen tauchen und nach solchen Stangen suchen, dann gäbe es, glaube ich, viel mehr Goldgräber. Da sieht irgendwas sehr verdächtig aus, aber das ist, glaube ich, schon wieder nur Dreck. Warum gibt es überall Dreck und keine Kohle? Das gibt's doch nicht. So, so langsam wird mir das aber langsam wieder ein bisschen unheimlich. Ich glaube, wir fahren wieder zurück. Moment. Ja. Wir schwimmen wieder zurück. Diesmal gucke ich auch, dass wir in die richtige Richtung schwimmen. This is very important. You know? So, straight diese Direction hier. Und dann dürfen wir eigentlich... auf dem richtigen Weg sein, das sieht gut aus. Die Karte hat sich wohl auch wieder eingekriegt mittlerweile. In der letzten Folge hat die sich ja mehrmals so irgendwie verschoben. Da macht man die Karte auf und sieht nur nichts, ja. Und dann muss man halt die ganze Zeit scrollen sozusagen, oder... Oh Mann, mit dem will ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Genau, wir brauchen ja noch Bewaffnung. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Kupfer? Moment, das war die Taste. 30 haben wir noch. 10 Gold haben wir. 61 Eisen. Ja, ich meine so... Oh, 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 ey. Nicht darunter. Noch nicht, mein Freund. Die Zeit ist noch nicht so weit. Ah, bin ich da gestorben? Ja, dann bin ich wenigstens schon mal auf dem richtigen Weg. Das ist gut zu wissen. Ich kriege langsam Hunger. Das heißt, wir sollten uns jetzt gleich auch mal ein bisschen Fisch besorgen. Also diesmal werde ich den nicht roh essen, denn wir haben jetzt endlich Kohle. So lange drauf gewartet. Ich meine, klar, man sollte vielleicht ein bisschen sparsam momentan noch damit umgehen, weil wir müssen früher oder später definitiv neue holen. Aber 5 ist schon mal definitiv deutlich mehr als 0. Und da können wir uns doch...
Ich glaube, ich hoffe, dass es der Fisch war. Könnten auch die Karotten gewesen sein. Wir müssen gleich auf jeden Fall Karotten anbauen, die so 40% gegeben haben. Nee, ich glaube, die Karotten waren nur 20. Dann war es vielleicht doch der Fisch. Aber wieso sind hier keine Fische? Ich meine, diese kleinen Viecher da. Da will ich jetzt eigentlich nicht mein Material mit verschwenden. Die sehen schon besser aus hier. So. Sind die abgehauen gerade von mir oder was? Ich muss nur aufpassen, weil wenn hier so ein Hai kommt, der dauert mir zu lange jetzt. Oh, wie schnell sind die? Krass. Oh. Ich höre was. Ich mache mich aus dem Staub. Naja, drei Stück sind ja schon ganz gut eigentlich für den Anfang. Die können wir direkt mal hier reintun. Nee, Moment. Da wollte ich rein. So. Dann stellen wir hier so Kübel hin, hier in die Ecke. So, wir haben vier Seed und wir haben fünf Kübel. Also bauen wir uns einfach mal vier Kübel dahin. Zack, zack, zack. Oh Mist. Dann hier noch einen. Dann. So. Plant, 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 plant. Dann haben wir das auch schon mal. So, wie viel geben die? 15. Ja, das ist schon ganz gut. Hä? Drei? Ja, genau. Dann essen wir die nämlich direkt. So. Jelly können wir auch noch ein bisschen was essen. So, wunderbar. Dann haben wir noch drei Stück. Bandagen können wir noch bauen. So. Sieben Stück. Wunderbar. So, wenn wir jetzt etwas anbauen möchten, dann brauchen wir dazu erstmal ein Building Workshop. Der kostet 15 Eisen, das haben wir. Moment, den müssen wir jetzt erstmal wieder ins Inventar reinziehen. So, ja, es ist sehr eng hier. Das bringt jetzt aber gerade nichts. So, wir können Glass Walls bauen. Das machen wir jetzt auch. Wir bauen. Haben wir? Wir haben sogar noch 10 Stück. Cool. Ich gucke jetzt mal, wie die funktionieren. Ich wähle die jetzt mal aus. So, alles klar. Jetzt kann ich die hier scheinbar hinsetzen oder was? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich die von außen vielleicht? Jo, alles klar. Die kann man also von außen hier hinsetzen. Das mache ich jetzt auch mal. Hier. Huch. Ja, toll. Jetzt habe ich ein Glasfenster gemacht. Und wie kann ich das jetzt erweitern? Muss ich vielleicht erst einen Floor bauen? Floor. So. Ah, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Dann bauen wir jetzt hier einfach mal randommäßig. Das sieht jetzt aber nicht so hübsch aus. So, was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich bestimmt eine Lücke in der Mitte. Wusste ich doch. So. Ach so, funktioniert das. Okay, gucken wir uns das jetzt mal von drinnen an. Ah, das ist ja cool. Jetzt ist aber hier so eine Säule. Ich weiß jetzt nicht, ob die da so hin soll. Ah, okay, jetzt ist er weg. Kann man das auch von innen machen? Ah, wunderschön. Ach so, und dann kann man hier wahrscheinlich dann ein Fenster hin machen. Und dann kann man rausgucken. Das ist ja cool. Okay, das gefällt mir gut. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn man diese Workshops einfach wieder ins Inventar aufnehmen könnte. Und dann woanders hinstellen, aber naja, gut, man kann nicht alles haben. Jedenfalls weiß ich jetzt, wie man das macht. Wir haben jetzt noch ein paar Fenster übrig. Eigentlich könnte ich ja hier noch welche hinsetzen, weil es so schön ist. Und hier vielleicht noch. Ah, das geht ja einfach, okay. Jetzt wissen wir also schon mal, wie man sowas macht. So, wie macht man denn neue Böden mit drei Eisen? Na, das ist doch gut. Dann können wir ja hier ein paar hinsetzen, weil dann kann ich das hier noch ein bisschen schön ausbauen, weil das gefällt mir gerade noch nicht so. So, ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Dann können wir hier noch ein paar Fenster hinsetzen und hier so ein bisschen Panorama haben. Ah, gut, so schönes Panorama ist es jetzt nicht geworden, aber macht ja nichts. Wir müssen halt auch darauf achten. Glaube ich, sobald man da Fenster hinsetzt, können wir da keine Böden mehr machen. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel so einen kleinen Tunneldurchgang machen oder so. Aber eigentlich gefällt mir das hier eigentlich schon ganz gut so. Der Hunger steigt jetzt langsam wieder. Wir müssen uns nachher auch unbedingt so eine Kiste machen. Können wir jetzt sogar. Damit ich da mal so ein bisschen mein Inventar reduzieren kann. Weil ich möchte gerne zum Beispiel die zwei Sachen hier weglegen. Und das Zeug hier, weil ich nicht weiß, was man damit anfangen soll. Glas brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt.
Die Energy-Kugeln, die behalte ich mal noch. Das ist auch weg. Kann man das essen? Fertilizer. Wofür man das wohl braucht. Ach so, das können wir eigentlich auch jetzt hier irgendwo hinstellen, finde ich. So, hier irgendwie. Weiß ich nicht, randommäßig. Ohne Sinn und Verstand. Okay, Mann. Dann gucken wir mal, ob wir noch Waffen herstellen. Oh, wieso haben wir so viel? Das ist ja richtig cool. Oh, ich kann sogar hier ein paar Kupferspeere machen. Machen wir 3 Stück. Und ein paar Eisenspeere. Und ein paar Kupferspeere. So, dann sind wir auch mal bewaffnet. So, da setzen wir mal. Ja, nehmen wir mal die Kupferspeere einfach. Dann können wir nämlich. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal einen Hai anzugreifen. Den da. Der bietet sich ja perfekt an dafür eigentlich. Boah. Ach, der. Wie geil ist das denn? Haha, cool. Gefällt mir. Dann können wir die vielleicht noch. Oder? 3. Shit, was war das? Wo ist denn das Essen, was da jetzt runtergefallen ist? Nein, daneben. Oh, scheiße, ich brauche neue Moon. So langsam macht mir das Spaß. Wenn man weiß, wie es geht, macht Spaß. So, wo ist jetzt der Fisch, den ich da habe ich den aufgesammelt? Nee. Der muss doch hier irgendwo liegen. Irgendwo muss doch hier Fisch liegen. Das Ding habe ich doch gerade gekillt hier. Dann muss doch hier irgendwo was sein. Ah, das ist schon der nächste Hai. Nö, ist weg. Komisch. Schwimmen tut das auch nicht. Und ich habe es nicht aufgesammelt, da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, das eine Hai-Ding kann man ja schon mal essen. Nicht essen, sondern kochen. So, zack, rauf da, kochen. So, und während das köchelt, werde ich ein wenig Eisen abbauen, damit wir uns nochmal ein paar Speere basteln können. Und dann gehen wir auf die Jagd oder auf die Suche nach Kohle, weil jetzt haben wir ja unser Gebäude ein bisschen geupgradet. Wir sollten nachher auf jeden Fall auch noch gucken, wie man zusätzliche Wände macht, weil ich würde auch gerne noch ein neues Stockwerk machen. Weil jetzt haben wir das Ding in der Weite ein bisschen vergrößert, aber halt nach oben hin noch nicht und das macht ja bestimmt auch Bock. Das müsste ja theoretisch auch mit den Floors gehen oder halt irgendwie mit der Möglichkeit, dass man da auch Löcher dann reinmacht. Sollen wir wieder 75 machen? Warum eigentlich nicht? Da. So, also so langsam habe ich das Spiel dann doch gecheckt. Oh, da sind wieder Delfinchen unterwegs. Ah, also die wären mir auch ein bisschen zu schade, die zu töten. Die lasse ich mal schön da entlang schwimmen. Delfine sind viel zu niedlich zum Töten. Plop, plop, plop. Ja. Ist das schön. 74, 75. So. Alles klar, dann gehört er zurück in die Base. Dann müssen wir uns erstmal ein bisschen frische Luft schnappen. Apropos Luft. Ah, genau, wir wollten ja auch noch. Ach so. Alter, wie viel kann ich denn von denen bauen? Das ist ja cool. Dann können wir die ja eigentlich direkt mal ausrüsten, finde ich. Genau, und dann machen wir uns auf den Weg. So, und zwar gehen wir jetzt hier runter, würde ich sagen. Gucken mal, was es da Schönes gibt. Weil wir können ja dann quasi hier quer einmal Richtung Kohle gehen. Dann haben wir direkt zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal einen neuen. Verzeihung. Einen neuen Ort ausgecheckt und. Oh, Moment, ich muss das Haifischfleisch mitnehmen, wo ich den Hai da oben gerade sehe. Das wäre wichtig und es wird gerade eh Nacht. Das kommt mir gerade ganz entgegen. Der hat beide gekocht. Wie geil. So, einen können wir direkt essen. Den anderen haben wir dann so als Notreserve.
das ist doch perfekt. Jetzt sind wir auch wieder voll. Also ich finde, so kann man doch eigentlich gleich perfekt unter Wasser reisen. Nur vorher warten wir noch kurz, bis die Nacht vorbei ist. Ich habe die ja nur auf 2 Minuten gestellt. Also ja, so viel Zeit muss sein. Dann können wir ja so lange ein bisschen gucken, was hier unser Gemüse macht. Und vielleicht können wir auch gucken, ob wir noch irgendwas anderes herstellen können. Hier zum Beispiel im Building Workshop. Was brauchen wir für einen Floor? Eisen. Wir haben Eisen. Wieso können wir keinen Floor bauen? Ach, können wir doch. Was ist das? Eine neue Submarine. Leute, wir können uns auch eine Submarine bauen. Und eine Harpunkanone. Geil, damit können wir vielleicht hier unser Haus ausrüsten. Das ist eine geile Idee. Das müssen wir uns auf jeden Fall bauen. Ey, ich baue hier so eine kleine, wie soll man sagen, so eine Art Militärbasis auf. Ich werde einfach unsere Base hier richtig krass erweitern, auch nach oben hin und so. Und dann an jeder Ecke mindestens eine Harpunkanone. Die wird dann richtig Stress machen. Cool, eine Lampe. Ich bin mal neugierig, was eine Lampe tut. Und 1, 2, 3, 4, machen wir mal 4 Floors. Jetzt muss ich hier mal leider die Speere ein bisschen beiseite räumen. Dann können wir nämlich hier die Sachen mal hintun. Wo tut man die Lampe denn hin? Ist sie für draußen? Ah, okay. Stellen wir die mal da hin. Oh, wunderschön, eine Lampe. Ja, warum denn auch nicht? Damit können wir ja dann quasi unsere Base auch so ein bisschen verschönern nachher. Jetzt habe ich richtig Bock eigentlich. So, wie kommt man jetzt da hoch? Was muss man denn da machen? Eine Ladder. Bauen wir mal noch eine Ladder. Gucken, wenn ich die jetzt auswähle. Hä? Muss man vielleicht von außen? Nochmal einen Floor auswählen? Nee. Yo! Shit. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Gehen wir nochmal hoch. Wieso dauert denn die Nacht jetzt so lange? Ich habe die doch nur auf 2 Minuten gestellt. Seltsam. Oder 2 Minuten sind wirklich so lang. Okay, also nach oben geht's wohl noch nicht. Zumindest weiß ich noch nicht, wie das gehen soll. Was ist das hier? Ah, New Level. Wer lesen kann. So, jetzt aber. Ah, guck mal einer an. Dann will ich das einfach hier. New Level. Machen wir das mal dahin. Ach, das ist ja cool. Jetzt können wir nämlich hier hingehen und das ist ja sehr schön. So, ich will aber, dass das Loch hier ein bisschen breiter wird. Muss man mal gucken, wie das funktioniert. Bauen wir mal in die Richtung weiter. Mal schauen, was kann man denn noch bauen? Ja, im Moment kann man gar nichts mehr bauen, weil wir kein Material mehr haben. Schön, jetzt haben wir auch ein neues Stockwerk. Da sieht es natürlich noch nicht so hübsch aus, aber das ist dann. Moment, wenn ich jetzt mal Ladder auswähle, kann man das vielleicht dann hier irgendwie. Ah, okay. Gut, das heißt, wir brauchen erst einen Floor und können dann eine Ladder dahinstellen. Gut, dann wissen wir das auch. Aber jetzt. Oh ja, der Tag ist wieder angebrochen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder auf die Reise machen. Nehmen wir mal ein bisschen Jelly. 10%, ja, das geht. Oh, jetzt ist die Karte schon wieder weg. Oh oh. Oh oh. Ich zoome mal raus. Hoffentlich hilft das. Scheiße, ich finde die Karte nicht mehr. Wo ist die Karte? Die Karte ist weg. Okay, dann versuche es halt ohne Karte. Nee, das kann nicht. Ah, da ist sie wieder. Scheint irgendwie ein kleiner Bug zu sein mit der Karte oder so. So, sind wir noch richtig bewaffnet? Sehr gut. Ich glaube, für dieses Crystal, das wir uns da ja auch nehmen können da unten, werde ich mir zuerst irgendwann bessere Speere bauen. Also man glaubt, ich glaube, man braucht mindestens Kupferspeere, aber noch besser sind wahrscheinlich dann die hier die Magnesiumspeere. Wir nehmen mal ein bisschen Magnesium mit, wenn wir schon hier unten sind. Da vorne ist eine Kiste, die können wir auch mal direkt ausloten. Wie viel nehmen wir denn mal hier mit? Nehmen wir erstmal so auf 20, 30 oder so. Ist hier in der Nähe irgendwas, was mich angreifen will? Nein, dann ist gut. Außer halt die na, die Kraken da halt, aber die
greifen ja nur an, wenn ich angreife. Das heißt, wenn es gut läuft, lassen die mich erstmal in Ruhe. Mein Zeug hier einsammeln. Ich weiß nicht, so 30 Magnesium. Dann können wir nachher noch so ein paar Energie Sachen da. Ja, komm, nehmen wir 40. Ich bin gerade eh dabei. Dann nehmen wir noch so Energiekugeln und dann können wir uns richtig krasse Speere basteln. Dann kann uns keiner mehr was. Dann machen wir die alle platt. Dann haben wir den. Oh, 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 den habe ich ja ganz vergessen. Diesen Jellyfish da. Der hat, glaube ich, Cookable Jelly, oder? Kann das sein? Weil ich meine, als ich da letztens eingesehen habe. Ups. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Ah, sehr gut. Fenster. Jetzt können wir die ja wirklich gebrauchen. Also ich weiß auch gar nicht, wie krass man die Base da ausbauen kann. Wahrscheinlich gibt es da kein Limit, so gesehen. Das wäre natürlich super cool. So, wo sind jetzt noch mehr? Da ist noch eine. So, nehmen wir einfach alles mit. Da vorne müsste noch irgendwo was sein. Zwei Stück sogar, oder? Sehe ich das richtig? Wollte mich da gerade was angreifen? Naja. Keine Ahnung, nehmen wir einfach mal alles mit hier. Gibt es da noch was? Ja, klar. Natürlich. Das habe ich ja kommen sehen. So. Kommt das Vieh nochmal? Du willst mich mal erledigen, wa? Du auch noch, oder was? Hä, wie viel sind das? Ja, ja. Weiß ich doch. Schnauze. Gut, dann gehen wir jetzt schnell zur Base zurück. Falls ich vorher nicht tot bin, weil... Ach du... Nein! Nein! Mist! Ja, sorry Leute, das müssen wir uns jetzt schnell noch holen. Aber das geht jetzt wirklich ganz schnell runterholen, einsammeln und wieder hoch. Und dann beende ich den Part. Ich habe nämlich keine Lust, dass es nachher wieder alles nicht da ist. Und das müsst ihr euch jetzt leider noch antun. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch nicht gefunden habe, was man bauen könnte, wäre diesen Scooter. Den muss man ja auch irgendwo eigentlich herstellen können. Wahrscheinlich, vielleicht habe ich da bei dem Equipment ist es vielleicht oder so. Da müssen wir gleich mal schauen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir uns das Ding doch auch nochmal holen. So, wo ist mein Kram? Ich höre die Teile schon wieder. Ich hoffe, die lassen mich wenigstens so lange in Ruhe, bis ich meine Waffe wieder habe. So, sehr gut. Dann verteilen wir erstmal wieder alles richtig. Oh, ich habe ja noch so einen Extractor. Den habe ich wohl gerade eingesammelt. Der bringt jetzt halt nicht so wahnsinnig viel, aber vielleicht können wir den doch mal irgendwann für irgendwas verwenden. Ich habe ja voll wenig Speere. Ah ja, genau. Ich habe ja versprochen, dass ich direkt wieder hochgehe. Dann machen wir das jetzt natürlich auch, bevor ich hier wieder angegriffen werde. Das hat nicht gereicht. Da ist so eine Stufe. Also dieses Aufsteigen, das nervt schon. Vielleicht klappt das mit dem Scooter ja wirklich, dass man einfach sich dann nach hochfahren kann. Dann lohnt sich das Ding auch wirklich. Dann könnt ihr auch verstehen, warum man sich dann sowas baut. Und dann ist es natürlich auch noch eine Voraussetzung, dass wir dafür halt natürlich das passende Material haben. Das ist ja auch klar. Vielleicht sollte ich auch gleich noch ein bisschen Kupfer einsammeln, aber das machen wir auch später. Ich habe irgendwie ein mieses Gefühl, dass ich schon wieder in die falsche Richtung renne. Das muss ich gerade mal überprüfen. Nö, ist richtig, ausnahmsweise. Ich muss aber trotzdem ein bisschen nach rechts lenken. Das ist aber jetzt doch irgendwie ein anderer Weg als der, den ich runtergekommen bin, weil da sind wir nicht auf so einer Mittelebene gewesen. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Das kennen wir hier wenigstens alle schon so einigermaßen. So. Hunger. Oh, sehr schön, nur 1%. Ah, wir sind ja gerade gestorben. Da macht das natürlich Sinn. So, noch weiter. Immer weiter und immer weiter. Oh, das lief ja jetzt richtig gut. So, hier können wir uns noch hinstellen und dann sind wir ja gleich oben. Wunderbar. Hier ist doch schön. Ups.
Ich glaube, wir haben auch gerade ein paar Floors gekriegt. Dann können wir auf jeden Fall auch die Base nachher noch ein bisschen weiter bauen, weil die sieht ja gerade ein bisschen komisch aus. Bisschen sehr komisch. Aber kommt ja alles noch. Sodala. Jetzt kann ich mich hier auch mal gemütlich hinstellen. Das war dann wieder mal ein wunderschöner Teil von Far Sky. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Sam Fischer LP.